Hallo Leute, ich bin's, die Lou, und heute verkoste ich den ältesten Whisky, den ich je getrunken habe. Es ist endlich soweit. Ich mache ihn auf. Den 32 Jahre alten Laphroaig. Den habe ich geschenkt bekommen vom lieben Sascha von whiskyland.de. Schaut unbedingt in seinem Shop vorbei. Er hat wirklich, wirklich tolle Whiskys. Er hat einen super, super schönen Stand immer auf Messen. Und er hat damals den Livestream mit mir und Whisky Jason geguckt. Und da haben wir den 18er Laphroaig verkostet. Und da dachte er sich so, Mensch du, gebe ich der Lou noch mal so ein Sample mit. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als das Päckchen dann tatsächlich ankam. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich bin auch, glaube ich, vor einem Video noch nie so aufgeregt gewesen wie heute. Denn das ist tatsächlich auch einer der ältesten Laphroaigs, der je abgefüllt wurde. 2015, anlässlich des 200-jährigen Bestehens meiner liebsten Eiler Brennerei. Das heißt, 2015 abgefüllt, der müsste 1983 destilliert worden sein, ist damit ein ganzes gutes Stück älter als ich und ist limitiert gewesen auf 5880 Flaschen, wenn ich mich richtig erinnere, ist inzwischen sozusagen abgelöst worden von einer 30-jährigen Abfüllung 2017 und ich glaube, dann folgt noch eine 27-jährige Abfüllung und dann ist, glaube ich, das nächste ältere auch schon der 25er Laphroaig, den 18er gibt es nicht mehr, dann kommt der 16er und dann ist alles 10 Jahre und jünger. Also das ist wirklich, wirklich schon eine heiße Nummer, das Ding. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich fülle ihn mir erstmal ein ins Gläschen hier. So, ich muss ein bisschen konzentrieren bei, damit ich nichts verschütte. So, da gieße ich mir auch tatsächlich nur einen halben ein. Den Rest gönne ich mir für später. Ach, ich bin sehr, sehr nervös. Der älteste Whisky, den ich davor getrunken habe, war auf einer Messe, auf der Messe in Dresden, bei Rico und Roy, ein 30 Jahre alter Blair Atoll. Was denn Blair Atoll? Ja. War auch super lecker. Der war total dunkel und hat sehr rund, sehr vollmundig, sehr, sehr geil geschmeckt auf jeden Fall. Ja, und jetzt 32-jähriger Laphroaig. Ich weiß gar nicht, ob man den noch kaufen kann, bestimmt irgendwo. Knapp 6000 Flaschen zu dem Preis, zu dem er verkauft wurde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die nicht alle sofort weggegangen sind. Obwohl, ist ja auch eine gute Geldanlage. Ne? Ist so im Schnitt 1200, 1500 Euro wert, eine Flasche. Und also ich muss auch sagen, ich finde das Design super geil. Es ist total schlicht, aber diese ganz klassische, cleane, weißes Laphroaig-Etikett und diese weiße Holzbox dazu. Das ist einfach so dieses totale Understatement, aber man sieht Laphroaig halt trotzdem überall immer sofort im Regal. Ne? Und er riecht schon so gut. Also ich finde dieses cleane, dezente Design total geil, muss ich sagen. Und auch mit dieser Box, es gibt dem Whisky einfach seine Plattform. Ich finde es schön, dass sie es nicht in ein grünes Glas gefüllt haben, sondern in einem klaren Glas gelassen haben, in einer klaren Flasche. Das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch gekommen. Und der hat ja auch eine schöne Farbe, ne? Ich muss sagen, ich habe nicht rausgekriegt, ob der gefärbt und kühl gefiltert ist. Ich hoffe natürlich bei Whiskys in dem Alter immer, dass es nicht so ist. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob der gefärbt und kühl gefiltert ist. Und ob ihr den schon mal probiert habt. Würde mich auch interessieren. Und auf jeden Fall hatte er eine helle, ja, so hell bis mittelhell dunkle Bernstein-Goldtonfarbe. Eine sehr präzise Angabe. Der rinnt richtig am Glas runter.
Wie beschreibe ich das? Er ist sehr, sehr kräftig, muss ich sagen, für sein Alter. Ich hatte mal einen, was habe ich da probiert? War der 21 oder 25? Da hatte ich auf jeden Fall auch schon mal einen Lafroig. Und da habe ich festgestellt, der schmeckte, fand ich, überhaupt nicht wie ein typischer Lafroig. Der war total leicht, total sanft, total Ananas, Karibik, Kokosmäßig und hatte so diesen medizinischen Torfrauch gar nicht. Aber der hier hat den. Ja, der beißt schön oben so zick, so ganz leicht in die Nase rein. Und ansonsten ist der sehr... Der erinnert mich so ein bisschen an die Marmelade, die meine Mama immer macht. Weil die macht immer so Beerenmarmelade, manchmal auch noch so ein bisschen mit Schoko drin und dann so ein kleiner Schuss Peated Whisky rein. Richtig, richtig geil. Und so, das hatte ich hier jetzt gerade so ein bisschen in der Nase. Also diesen sehr medizinischen Rauch, diesen Lafroig einfach, der sich sehr prominent gibt, der sehr auch geschmacksintensiv ist, also wie gesagt, das geruchsintensiv ist. Das hat mich jetzt sehr beeindruckt. Und trotzdem habe ich dieses Sherry, ja, also er lag halt in einem Oloroso Sherry fast, deswegen sagt man immer, ja, er riecht nach Sherry. Aber so dieses Süße, weniger holzig, wirklich mehr Süße, so ein bisschen dunkle Schokolade vielleicht und was Bäriges, dunkelbäriges, so Brombeere, Heidelbeere. Oh, aber auf jeden Fall Schokolade, ja. So ein bisschen wie diese, wie manchmal solche Schnapspralinen riechen, aber halt mit gutem Alkohol sozusagen. So dieses, wie einfach wie diese Schokolade dann riecht, wenn die Alkohol drin hat. Oh. Also, Slange, Leute. Ja. So schmeckt Gold. Boah. Das hatte ich auch noch nicht, dass ich so total zur inneren Ruhe gekommen bin durch einen Schluck Whisky. Boah, das war ein perfekter Lafroig-Moment. Wow. Also wirklich, der ist geschmacksintensiv. Ne, der ist nicht flach, der ist nicht so mimimi, so ein bisschen leise, sondern der ist, boah, der ist da, der ist präsent, der ist nicht zu wild, der ist rund, der ist trotzdem hinten raus, bissig, Lafroigi, dieses medizinische, dieses Phenolige hatte hinten raus gehabt. Vorne hatte ich gerade Schokolade, ich hatte Beeren, ich hatte was Süßes, ich hatte auch so ein bisschen Weihnachten im Glas, Kakao, aber guten Kakao und das war so oh, geil, lecker. So ein bisschen vorne auch Pfirsich oder Bratapfel, irgend sowas. So ein bisschen vielleicht auch Zimt, obwohl ich mir da nicht ganz so sicher bin, vielleicht das Weihnachtliche. Ja, doch so hinten auf der Zunge ist dann so ein bisschen Zimt. Und dann kommt dieser phenolige
Lafroig-Rauch. Also erst ist es so ein leichter Lagerfeuerrauch, so ganz sanft holt er dich ab. Wirklich fließender, smoother Übergang von dem Süßen am Anfang in diesen Rauch. Und dann kommt so diese, bam, diese Phenolspitze. Und das ist, oh, und er ist weich, der ist ölig im ganzen Mund, ist der verteilt. Und der ist einfach geil, muss ich mal so sagen. Ja, den Rest behalte ich für mich. ja, mega, mega lecker, auf jeden Fall. Super teuer, verständlicherweise. Wenn man das, glaube ich, mal auf einen Stundensatz runterbrechen würde. Wartet, das mache ich kurz. Wie viel der auf seine Produktionszeit in Stunden runtergebrochen kosten könnte. Das rechne ich euch mal kurz aus. 12 Sekunden später. Okay, gehen wir davon aus, dass er für den reinen Herstellungsprozess vom Spirit 1 Woche braucht. So im Durchschnitt, nehmen wir das mal an. Stimmt bestimmt nicht ganz genau, aber so in etwa. 1 Woche hat 7 Tage durch 24 Stunden. 168 Stunden. So, dann haben wir, merke ich mir nie. Dann haben wir, ein Jahr hatte 365 Tage mal 24 Stunden mal 32 plus 168. 280.488 Tage. 280.488. Und jetzt haben wir 1.500 Euro durch 288.480, haben wir gesagt. Ist gleich 0,005. Das sind unter... Das ist 0,5 Cent pro Tag, wenn ich mich jetzt nicht schwerst verrechnet habe, ist dieser Whisky pro Stunde, 0,5 Cent pro Stunde. Boah, das ist eine geile Stunde, muss ich sagen. Super, mega. Also ich finde es immer super schwierig bei so alten Whiskys dann die zu beurteilen, weil mich beeindruckt dieses Alter so extrem. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, kann ich nicht einfach ausblenden und so nur den Geschmack bewerten. Das ist einfach für mich ein Faktor, der mit reinspielt, den ich super beeindruckend finde. Dann kommt dazu, Lafroig ist mein Lieblingswhisky. Oh, der ist einfach göttlich. Wirklich, Leute, der ist göttlich. Der ist so herausragend geil. Man muss natürlich Lafroig mögen, ja klar, ne? Aber, oh, doch, ja. Und dann hinten raus so helle Früchte, irgendwas Süßes, so Pfirsich oder vielleicht so eine süße Ananas oder so. Oh, und dann kommt der Rauch dazu und das Phenol und das ist einfach... Boah, der ist einfach geil. Der kriegt von mir 10 von 10 Punkten. Ich habe zwar nicht die Kohle, mir diesen Whisky zu kaufen. Wahrscheinlich könnte ich mir nicht mal auf der Messe das Sample leisten. Obwohl, ich glaube, das nächste Mal mache ich das einfach. Da spare ich einen Monat und dann kaufe ich mir das einfach, weil das so lecker ist. Also der ist wirklich, wirklich grandios geil geschmacklich. 10 von 10 Punkten für den Geschmack. Habe ich, glaube ich, das einzige Mal sonst gegeben bei dem 18er Lafroig. Der ist, oh, jetzt ist die spannende Frage. Ist es mein neuer Lieblings-Lafroig? Wenn wir, oh, das ist schwer, weil man muss, finde ich, bei sowas dann, also ich differenziere dann in
Lieblingswhisky verfügbar, trinkbar, leistbar finanziell und das Geiste, was ich bis jetzt getrunken habe. Ich glaube, darin müssen wir einfach unsere Lieblingswhiskys differenzieren. Inzwischen rutscht ja der 18er Laphroaig leider auch aus der Kategorie kaufbar, trinkbar raus, so Stück für Stück, weil er auch einfach nicht mehr verfügbar ist. Da muss ich sagen, geschmacklich geilster Laphroaig. Okay, wir räumen das Ganze in Ruhe auf. Kaufbar, bester Laphroaig ist für mich der Lore. Da werde ich übrigens auch sehr, sehr bald ein Video zu drehen. Da freue ich mich schon mega drauf. Genau, der ist so der kaufbar beste Laphroaig für mich. Dann der eventuell ja durchaus noch kaufbar beste und geschmacklich beste, emotional wichtigste Laphroaig ist für mich der 18er Laphroaig tatsächlich. Und ich muss sagen, der geilste Laphroaig, den ich je getrunken habe, könnte durchaus dieser hier werden. Ja, ich glaube, das ist der geilste Laphroaig, den ich je getrunken habe. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Es ist einfach der Hammer. Der hat einfach alles, was du für einen Whisky brauchst. Der hat die perfekte Figur. Der ist rund, der ist geformt, der ist smooth, der ist ohne Ecken und Kanten, aber trotzdem aromatisch, intensiv. Er ist da, er ist präsent, er ist hinten raus nicht penetrant, obwohl er jetzt so ein kleines bisschen weg ist, was ein bisschen schade ist, aber ich glaube, das liegt einfach am Alter. Und wow, danke Sascha. Einfach danke, dass ich diesen Whisky probieren durfte. Es ist wirklich der neue heilige Gral bei mir im Schrank. Das kleine Sample. Aber ich glaube, das müssen wir bald auch austrinken, damit es nicht kippt. Das wäre echt schade. Ja, das war ja krass, finde ich. Ne? Super. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Whisky trinken zu dürfen. Ich war ein bisschen aufgeregt. Vielleicht hat man das gemerkt, dass es ein bisschen durcheinander heute war. Die nächsten Videos werden hoffentlich auch ein kleines bisschen informativer wieder. Es ist halt immer sehr, sehr viel Aufwand, das alles vorzubereiten. Und ja, ich wollte mich jetzt hier wirklich voll und ganz auf den Whisky konzentrieren. So ein kleines bisschen Kaffee könnte auch dabei sein. So ein ganz geiler Kaffee. Mit so einer perfekten Röstung. Und so eingelegte Rosinen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für den, also wir haben hier so einen, naja, Kuchen zu Weihnachten, der Dresdner Christstollen. Und dafür tut man die Rosinen, glaube ich, einlegen in Rum vorher. Und so diese, das ist immer so, also ich habe zwar noch nie einen selber gebacken, aber wenn jemand einen selber backt, ist das immer die Schale, an der ich naschen gehe, weil diese eingelegten Rosinen einfach so geil weihnachtlich schmecken. Und das hatte ich jetzt gerade auch so ein bisschen in der Nase. Also, ich mache es mir jetzt hier noch ein bisschen gemütlich mit meinem 32-jährigen Laphroaig und genieße den noch ein wenig und wünsche euch noch einen entspannten Rest Mai. Ich werde auf jeden Fall im Urlaub auch ganz fleißig Videos für euch drehen. Da geht es dann wieder ein bisschen nach draußen, nachdem ich jetzt zweimal hier wieder im Zimmerchen gesessen habe. Und ja, ich bin ganz gespannt, was so als nächstes auf mich wartet im Glas. Aber du wirst so schnell nicht mehr vom Thron gestoßen. Keine Sorge. Danke.